Donny Vermillion für UNN, ihre beste und einzige Anlaufstelle für die ungeschminkte Wahrheit. Heute enthüllt unsere Reporterin Kate Lockwell einen geheimen Krieg der Schatten, der zwischen unseren tapferen Liga-Ghosts und einem erbarmungslosen verborgenen Feind tobt. Danke, Donny. Mein Gesprächspartner ist John, ein des Liga-Ghosts. Stimmt es, dass Sie und Ihre gegen eine von gekämpft haben, die in der operierten? Was können Sie uns dazu sagen? Nun, Kate, ich bin nicht befugt, allzu viel dazu zu sagen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass und seine auf keinen Fall. Wir gehen davon aus, dass und Sie werden. Ich bin mir sicher, wir werden heute Nacht alle ein wenig beruhigter einschlafen. Nun, da wir wissen, dass die Liga über uns wacht. Ich bin Donny Vermillion für UNN. Schon mal von einem Typen namens Gabriel Tosh gehört? Nur Gerüchte. Ich habe gehört, er war in so einem Geheimprojekt des Ghost-Programms, bei dem am Ende ein paar echt finstere Typen rausgekommen sind. Dann ist Tosh ausgetickt und untergetaucht. Bei solchen Leuten wäre ich ganz vorsichtig. Der schneidet dir schneller die Kehle durch, als du gucken kannst. Mit ausgetickten Ghosts kenne ich mich aus. Probleme habe ich nur mit solchen, die noch für Mengsk arbeiten. Aus reiner Neugier habe ich mal ein paar Tests an den Mineralien von Redstone durchgeführt. Ich denke, dass du erfahren solltest, dass ich Spuren von Jorium gefunden habe. Einem seltenen Kristall mit wirklich einzigartigen Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr, Doc. Was sind das für Eigenschaften? Jorium schwingt auf derselben Frequenz wie gewisse Hirnwellen. Es wurde die Theorie aufgestellt, dass man damit die Gehirnaktivität stimulieren kann. Angeblich ist es damit sogar möglich, menschlichen Versuchspersonen Psi-Fähigkeiten zu verleihen. Was zur Hölle hat Toschner damit vor? Ah, da bist du ja, Mann. Wir geben ein gutes Team ab, du und ich. Was machst du hier, Tosh? Unser Deal ist gelaufen. Es sei denn, du hast was Neues für mich. Ja, ich habe da noch einen anderen Job für uns. Auf einem Planeten namens Belshir. Interessiert? Vielleicht. Was springt denn für mich dabei raus? Ich habe nicht vor, den Piraten zu spielen. Jeder weiß doch, dass Jim Reno alles tut, um Mengsk die Hölle heiß zu machen. Und dabei kann ich dir helfen. Sehr gut sogar. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Bis dahin, willkommen auf der Hyperion. Wir reden dann später. Da sind wir, Mann. Ist doch viel hübscher als Redstone, oder? Ich kämpfe lieber nicht gegen die Protoss, wenn ich es vermeiden kann. Nicht einfach gegen welcher Protoss? Fanatiker, die Tal Darim genannt werden. Sie glauben, dass das Terrazen heilig ist. Ein Geschenk der Zelnaga. Wenn die Tal Darim aus der Luft angreifen, sind wir geliefert. Swan, lade die Goliath-Pläne hoch. Wenn ihre Luftabwehrraketen noch etwas taugen, haben wir vielleicht eine Chance. Alles klar, Cowboy. Ich lade die Pläne in die Fabrik, sodass wir mehr bauen können. Mann, die Dinger nach all den Jahren wiederzusehen. Wie kommen wir an das Terrazin? Siehst du diese Altäre? Mystiker der Tal Darim stellen sie auf, um das Terrazin einzusammeln. Wir müssen nur die Kanister abgreifen. Unsere WBFs können das Terrazin abtransportieren. Wir müssen sie nur dabei beschützen. Mit ein bisschen Glück haben wir, was wir brauchen, bevor die Tal Darim uns bemerken. Na dann, los geht's. Schlechte Neuigkeiten? Hier bei diesen Koordinaten kannst du das Terrazin finden, Bruder. Das sollte uns das Leben etwas erleichtern. Unsere WBFs können die Terrazin-Kanister abtransportieren. Es wird eine Weile brauchen, bis sie die Kanister eingeladen haben. Also passt bloß gut auf sie auf. WBF einsatzbereit. WBF bereit. Lesen der Boss.
einsatzbereit. Nicht genügend Mineralien. BBF bereit. Erweiterung fertiggestellt. BBF einsatzbereit. Was liegt an? Nicht genügend Mineralien. BBF bereit. Kann's kaum noch erwarten. Worauf soll ich ballern, Sir? Nicht genügend Mineralien. Boah, Heigen erschreckt. BBF einsatzbereit. BBF bereit. Durchgeladen und entsichert. Kommt noch was nicht passt, wird passend hier... Kanal offen. Bestellt. Was wichtiert? Weiter, TACCOM. Empfänger Übertragung. Dieser Boden war den Tallarin schon heilig, weit bevor Terraner das All bereisten. Ihr müsst sofort umkehren. Immer langsam. Wir brauchen nur ein bisschen von dem Gas hier. Dann sind wir auch schon wieder weg. Nein. Ihr werdet den Hauch der Schöpfung nicht beschmutzen. Tallarin-Krieger, exekutiert alle, die unsere Altäre entweihen. Die Protoss machen mobil, Sir. Sie werden unsere WBFs aufs Korn nehmen, wenn wir das Terrazin-Gas anrühren. Wir konzentrieren uns besser auf einzelne Abbaugebiete und schützen uns mit Eskorten. Nicht genügend Mineralien. Aus der Bahn! Was? Ich habe den ersten Kanister abgeklemmt, Sir. Ich bringe ihn jetzt zur nächsten Kommandozentrale, wa? Gute Arbeit. Der erste Kanister ist voll. Warnung, die Tal'Darin versiegeln einen Terrazin-Altar. Na toll, die Tal'Darin versiegeln die Terrazin-Altäre. Da kommen wir nicht mehr ran. Wenn sie so weitermachen, können wir nicht mehr genug sammeln. Positiv. Daten erhalten, TACCOM. Nachkommen ausgerichtet. Kaboom, Baby! Schlechte Neuigkeiten? Von mir aus? Sag an, Mann! Gleich knallt's. Lasst mich hier nicht verrotten. Goliath online. Nicht genügend Mineralien. Aufgetankt. Benötige Unterstützung. BBF einsatzbereit. Was liegt an?
Hört ihr Macht? Comlink online. Bestätigt Akku. Feuer gefällig. Benötige weitere Depots. Weiter, TechCom. Passend gemacht. Kanal offen. Bestellt. Ziel ausgemacht. Nur zu. Benötige Unterstützung. Weiter, TechCom. Drehte. Das läuft sehr gut. Weiter so. Goliath, online, funktionsfähig. Schlechte Neuigkeiten? Nicht genügend, ne? Benötige Unterstützung. Übertragung. So leicht werdet ihr nicht den Hauch der Schöpfung stehlen. Seid vorsichtig, sie schicken Egelschiffe rein, um eure WBFs auszuschalten. Schießt sie ab oder wir sind geliefert. Bestätigt. Bestätigt, Akku. Goliath online. Nachkommen ausgerichtet. Warnung, die Kaldarin versiegeln einen Terrazin-Altar. Über die Hälfte der Kanister haben wir schon. Daten erhalten, TechCom. Positiv. Bestätigt, Akku. Positiv. Bestätigt. Nachkommen ausgerichtet. Datenfolie online. Benötige Unterstützung. Schlechte Neuigkeiten? Darf sonst noch was sein? Weiter, TechCom.
offen. Ziel ausgemacht. Goliath online. Systeme funktionsfähig. Weiter, TechCon. Was nicht passt, wird passend gemacht. Systeme funktionsfähig. Goliath online. Benötige weitere Depots. Benötige Unterstützung. Comlink online. Kanal offen. Comlink online. Basis wird angegriffen. Ausgemacht. Bestätigt, Haku. Bestätigt. Positiv. Da haben du und deine Räder auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Kanister. Nachfrage ausgerichtet. Nur zu. Goliath online. Bestätigt. Daten erhalten, TechCon. Ziel ausgemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Warnung, die Kaldarine versiegelt einen Terrazin-Eintrag.
Was wicht ihr? Komm nicht online. Daten erhalten, TACCOM. Schlechte Neuigkeiten? Kanal offen. Das war der letzte Kanister. Jungs, wir sollten unser Glück nicht noch länger herausfordern.